Eines der Erfolgsgeheimnisse, um im Leben wirklich etwas zu verändern, um wirklich in dem freien Leben anzukommen, wovon du bis eben möglicherweise noch träumst, ist loszugehen, bevor du bereit bist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kann ich dir von mir sagen und von so wunderbaren Menschen, die ich in der Richtung schon begleiten durfte. Es wird kaum der Tag kommen, wo du morgens aufwachst und du sagst, yes, heute bin ich bereit, meine Komfortzone zu sprengen. Heute bin ich bereit, neue Wege zu gehen. Heute bin ich bereit, Neues entstehen zu lassen. Heute bin ich bereit, loszugehen. Heute ist der richtige Tag. Heute ist alles perfekt. Heute ist auch im Außen alles perfekt. Dieser Tag wird kaum kommen. Im Außen gibt's immer wieder Dinge, gibt's immer wieder Gründe, die einen abhalten können, davon wirklich den Weg des Herzens zu gehen. Die perfekte Zeit wird so gesehen eigentlich nie da sein, wo wir wirklich bereit sind. Warum? Das hängt mit unserem Gehirn zusammen. Unser Gehirn mag keine Veränderung, weil das immer gerne an die Dinge anknüpft, die es kennt. Also unser Gehirn mag einfach das gewohnte Terrain, wo es weiß, wie man von A nach B kommt, wo alles absehbar ist, wo so eine vermeintliche Sicherheit da ist, weil einfach eine Gewohnheit da ist, weil man einfach an Dinge anknüpfen kann, die ja eine gewisse Gewohnheit sind. Und wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann rebelliert das Gehirn, weil das kennt den Weg nicht. Das sind Dinge, die noch aus Zeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren, in unserem Stammhirn verankert sind. Wenn wir da unser gewohntes Terrain verlassen haben, da bestand wirklich eine Lebensgefahr. Da konnte um die Ecke ein Säbelzahntiger hocken. Ist heute relativ unwahrscheinlich, dass irgendwo um die Ecke ein Tiger hockt. Aber aus diesen Zeiten, und das darfst du wissen, aus diesen Zeiten sind Dinge noch in unserem Stammhirn abgespeichert. Und so gesehen wird nie der perfekte Tag kommen, wo du morgens aufwachst, jetzt bin ich bereit. Du hast Impulse und Ideen, die tief aus deiner Seele, aus deinem Herzen kommen, wie du eigentlich gerne leben möchtest, was du eigentlich gerne beruflich machen möchtest, mit wem du gerne dein Leben verbringen möchtest, in welcher Konstellation und wie auch immer das ausschaut für dich. Du hast diese Ideen und Impulse, die kommen aus den tiefsten deines Seins. Die kommen wirklich aus den Tiefen deines Seins, aus deinem Herzen, aus deiner Seele. Und diese Impulse hast du auch nur, weil es für dich möglich ist. So, und dann kommt der zweite Schritt. Dann kommt so ein Bauchgefühl, gepaart mit unserem Stammhirn dazu. Ach, das fühlt sich jetzt aber unbequem an, ist jetzt vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt und was auch immer wir da an interessanten Geschichten uns von unserem Qualitätsoberbeauftragten hier erzählen lassen, die wir dann letzten Endes glauben und dann nicht da ankommen, wo wir eigentlich hingehen wollen, wo wir eigentlich ankommen möchten. Und wenn man das weiß, deshalb teile ich das heute mit dir, ist ein ganz wichtiger Aspekt, loszugehen, bevor man bereit ist. Der Weg ist das Ziel. Sobald du dich entscheidest, für dich, für dein Herz, für deine Seele, für den Weg deines Herzens zu gehen, die Veränderungen wirklich zuzulassen, von denen du bis eben so lange schon träumst und dir bis eben die Geschichte erzählst, geht jetzt nicht, weil, ist jetzt nicht möglich, weil oder was auch immer, weil da draußen irgendwelche Dinge sind. Da draußen sind immer irgendwelche Dinge. Und sobald du für dich die Entscheidung triffst, okay, ich habe den Impuls, in die Richtung darf es jetzt weitergehen und dann losgehst, diese entsprechenden Schritte machst. Das wird wirklich dann alles verändern. So gesehen ist der Weg das Ziel. Als ich mich dafür entschieden hatte, wirklich den Plan meiner Seele zu entdecken, zu erkennen, meine wahre Mission hier auch zu erkennen, warum ich überhaupt hier bin, meine wahre Botschaft und dafür auch losgegangen bin, ich habe einfach nur gesagt, Universum, du bist sensationell. Da sind so viele Türen aufgegangen. Ich hatte natürlich auch eine Begleitung an meiner Seite. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis für dich. Hol dir eine Begleitung an deine Seite, die dich an die Hand nimmt und dir den Weg zeigt von A nach B, die schon dort ist, wo du hin möchtest. Und du weißt ja auch, dass ich dich da begleiten kann. Du kannst dich ja auch dafür entscheiden. Du findest ja auch in der Nähe von dem Video hier einen Link zu einer Seite,
wo du auch Kontakt aufnehmen kannst zu mir. Du kannst mir auch eine persönliche Nachricht schicken, wo wir einfach schauen können, was ist gerade so das Richtige für dich. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man wirklich jemanden an seiner Seite hat. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich ein bisschen, ich die Kurve gerade nicht mehr gekriegt. Loszugehen, bevor du bereit bist. Ganz wichtig, dir jemanden an deiner Seite zu haben oder zu gönnen, der oder die dort ist, wo du hin möchtest. Nur die kann dir ja dann auch wirklich den Weg zeigen. Und dann, darauf wollte ich hinaus eben, öffnen sich so viele weitere Möglichkeiten für dich. Das war ich auch eben am Erzählen, als ich mich dafür entschieden hatte, wirklich den Weg meines Herzens zu gehen, wirklich dem Ruf meiner Seele zu folgen, meinen Seelenberuf daraus zu kreieren, habe ich so oft gesagt, Universum, du bist sensationell, wie viele Türen da aufgegangen sind. Ich habe quasi einen Raum aufgemacht, bin in den nächsten Raum, da ging wieder die nächste Tür auf, wieder in den nächsten Raum, ja, um noch wieder ein anderes Bild mit auf den Weg zu geben. Das ist sensationell. Die Impulse, die du hast, die kommen aus dir, die kommen aus deinem Herzen. Ermutigung, folge ihnen. Es ist alles, 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 was du an Ideen und Gedanken hast, von dem freien Leben, wie auch immer das für dich ausschaut. Es ist alles für dich möglich und in einer anderen Dimension, in diesem Universum auch schon vorbereitet. Du darfst nur losgehen. Du darfst losgehen und aufhören, auf den perfekten Moment zu warten und dann öffnen sich so viele Türen für dich. Hab Vertrauen in dich, in dein Herz, in deine Seele. Die wollen dich nicht übers Ohr hauen. Die schicken dir die Impulse, genau deshalb, weil sie für dich sind. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao, ciao.